Das Portfolio, das ich anbiete, ist sehr weit gefächert, weil auch jeder Mensch ganz anders funktioniert, individuell ist. Ich arbeite sowohl mit Techniken, die schon sehr, sehr alt sind, ob das jetzt die keltischen Runen sind, also ganz, ganz alt, oder dann die Pflanzenheilkunde, als auch mit computergestützten Systemen wie zum Beispiel der Radionik. Darf ich dir was zu trinken anbieten? Eine energetische Behandlung spürt Blockaden im Energiefluss des Menschen auf. Und nachdem die aufgespürt sind, werden die auch wieder harmonisiert mit diversen Techniken. Was kann ich heute für dich tun? Die Numerologie wende ich an, einerseits damit ich weiß, wie mein Gegenüber tickt. Das heißt, ich sehe, ob dann ein Kunde zielstrebig ist oder nicht, seine Hausübungen macht oder nicht. Andererseits kann ich aber auch dem Kunden erklären, wo er gerade Lernthemen hat. Es gibt in der Lebenspyramide 4 so 9-jährige Lernthemen. Oder aber auch, wie sein Gegenüber tickt, also sein Kind zum Beispiel, warum das so agiert, wie es agiert, oder der Mann, die Frau, dass man sich besser verstehen kann. Unter Serafino Energiearbeit kann man sich vorstellen, das Harmonisieren von energetischen Blockaden. Ein Hauptteil dabei ist die Aurachirurgie, das Harmonisieren der Organenergie, aber auch der Chakrenenergie. So, dann jetzt mit Farblichttherapie deine Chakren durchtesten und harmonisieren, wenn es notwendig ist. Das heißt, da arbeite ich mit dem Lichtpendel, mit der entsprechenden Farbe. Fürs Wurzelchakra ist das Rot. Du liegst auf einer Magnetfeldmatte drauf, die von unten Erdmagnetfeldstärke, also eine Stärkung auch der Zellenergie, plus die energetische Harmonisierung durch das rote Licht jetzt beim Wurzelchakra. Solange sich das dreht, ist Harmonisierung notwendig. Die Ausbildungen, die ich anbiete, ist zum Beispiel die Komplettausbildung Serafino Humanenergetik. Das heißt, da kann man dann alles das, was ich auch kann. Da ist Organsprache dabei, da ist das Pendeln dabei, da sind die Bewusstseinsebenen, Ego, Ich, inneres Kind und das hohe Selbst dabei. Da ist natürlich Energiearbeit mit den Händen, also eine Form des Reiki und die Aurachirurgie mit dabei. Die Antlitzdiagnostik ist eine Technik wie zum Beispiel Fußreflexzonen lesen oder die Irisdiagnostik, wo ich an Merkmalen im Gesicht erkennen kann, wo ein Organ ein bisschen mehr Fürsorge braucht als vielleicht ein anderes. Sprechen wir noch einmal kurz die Hausübungen, also das Aromaöl, das wir ganz zu Beginn gemischt haben. Bitte mindestens einmal am Tag schnüffeln. Das Miteinander mit den Kunden ist für mich eine ganz wichtige Geschichte, weil ich mit Empathie, gut zuhören und dann mit meiner energetischen Arbeit so viel bewegen kann und die Kunden gehen nachher so voller Elan und freudig hinaus, kommen dann irgendwann auch gerne wieder. Das ist für mich einfach Herzensfreude, sage ich jetzt. Ich bringe in die Welt, dass man etwas mehr aufeinander zugeht, dass man sich besser zuhört, dass man sich selbst energetisch unterstützen kann, um auch im Balance zu bleiben, dass man den Fokus mehr ins Innen richten darf und kann, um sich selber besser spüren zu können.